Name ist Markus Hugle, ich bin Einsatzleiter hier vor Ort auf der B14 Fahrtrichtung Stuttgart, heute Morgen zum LKW-Brand. Die Feuerwehr Waiblingen ist hier im Einsatz mit momentan insgesamt 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Es handelt sich hier um einen LKW-Brand, der mit Baustoffen beladen war und bei unserem Eintreffen im Vollbrandstand sofort eingeleitete Löschmaßnahmen konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Momentan sind wir am Nachlöschen der Einsatzstelle. Die Bundesstraße konnte in Absprache der Polizei wieder freigegeben werden. Und die Umweltbehörde prüft momentan die Kontamination von Löschwasser. Und da werden wir dann in den nächsten halben, dreiviertel Stunde noch einiges an Arbeit auf uns zukommen haben. Gab es bei diesem Einsatz irgendwelche besondere Herausforderungen für die Feuerwehr? Nein, große Herausforderungen gab es nicht. Anfangs war etwas unklar die Örtlichkeit der Einsatzstelle, was sicherlich aufgrund der Gegebenheit hier am Teiler B14, B29 nicht immer einfach ist. Für uns trotz alledem das erste eintreffende Löschfahrzeug ohne Zeitverzug angefahren. Von dem her alles gut. Ja. Immer soweit zufrieden. Und der LKW-Fahrer, der war in Sicherheit? LKW-Fahrer war bei unserem Eintreffen aus dem Fahrzeug raus in Sicherheit und wohlauf und unverletzt. Maschine